So, also das Kronkorken-Gewinnspiel ist geschlagen. Der Andi, der das mehr oder weniger im Alleingang organisiert hat, hat ein paar Fakten dazu. Andi, wie viele Teilnehmer waren es, wie viele Gewinncodes, was waren so die großen Meilensteine? Ja, Kärnten bzw. Österreich hat 12 Wochen lang Kronkorken gesammelt. Auf jeder Flasche, viele haben Herzen, 0,5 Liter Mehrweg waren eben die Kronkorken im Kronkorken zu finden. Diese wurden auf der Homepage eingegeben. Schlussbilanz nach 12 Wochen 4.000 Teilnehmer und 217.000 eingegebene Codes. Es war ja auch für die Teilnehmer ein langer Weg. Zuerst natürlich die Eingabe der Codes und hier dann drei Spiele, bis dann die Frau Wieser als Siegerin festgestanden ist. Welche drei Spiele waren denn das? Also das erste Spiel war ein Wissensspiel, da wollten wir wissen, wie hoch war der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr 2017 an Liter Bier in Österreich. Österreich ist ja bekanntlicherweise das zweite Land hinter Tschechien mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch. Dann wollten wir wissen, wie heißt Kärntens erstes alkoholfreies Bier? Mit der Antwort freilich. Das zweite Spiel war dann ein Flaschensammelspiel auf unserem Glücksrad und das dritte Spiel war quasi ein Bier der Klaus Bonn. Wir haben jetzt natürlich eine Siegerin. Klar, sie weiß es schon. Elisabeth Wieser, Applaus bitte. Ja, Elisabeth, was sagst du jetzt zu deinem Gewinn? Ja, Wahnsinn. Ja. Bist du überwältigt, oder? Ja, freilich. Volle. Ich kann auch nur sagen, das Auto ist gut eingefahren. Ich habe schön aufgepasst. Und die gibt es jetzt einer wirklich glücklichen Gewinnerin. Ja, bin ich sehr glücklich. Ja. Bist du erst vor wenigen Tagen aus dem Spital gekommen? Ja, Mittwoch, ja. Also gratuliere, ja. Das Auto spielt alle Stückeln. Okay. Lenkradheizung, Sitzheizung jetzt für den Winter. Ein Turbo Boost. Und jede Menge Füllplatz. Na, ich bin überglücklich. Ja. Du, dann eine ganz persönliche Frage. Wie schwer fällt dir die Trennung vom Auto, das jetzt bei uns als Bullauto im Einsatz war, die letzten Monate? Ja, ich habe heute noch die Ehre gehabt, das Auto richtig aufzupolieren und zu putzen. Eine Träne ist natürlich geflossen, aber wenn es so eine glückliche Siegerin sieht, dann kann ich mit ihr anfreunden und ihr den Schlüssel übergeben. Also in deinen Worten sensationell gelaufen und in dem Sinn freuen wir uns aufs nächste Jahr.